Tja, moin, moin und herzlich willkommen, meine Lieben. Mal wieder eine ganz, ganz spontane Nummer. Dieses Mal hat es mich zu der Teichwirtschaft Lehmann verschlagen in Erzen. Der ein oder andere von euch kennt diesen Teich und heute befinde ich mich hier. Wir haben Sommer, gestern 32 Grad, heute auch wieder 28 Grad gemeldet. Allerdings haben wir heute Unwetterwarnung bzw. Gewitter sollen auf uns zukommen und ich bin gespannt. Tatsächlich befinde ich mich hier heute auf dem Sonntag alleine am Portionsfischteich und ich will einfach schauen, was geht. Vielleicht, wenn wir ein Gewitter bekommen, werden wir das aussitzen und man sagt ja, bei Regen soll Forelle gut beißen. Wir werden sehen, ein paar Fische springen bereits und meine Lieben, drückt mir die Daumen, dass was geht, gar nicht mehr lang sabbeln, auf geht's, los geht's. So, liebe Leute, in der Früh angekommen. Tatsächlich noch alleine am Portionsfischteich. Ich werde jetzt erstmal mit einem Spoon die ersten Würfe machen. Ein Giga Slavin in der Farbe EM02 ist eine rot-blau-goldene gefleckte Rückseite. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, kriegen wir jetzt schon hier in der Früh und vor dem Besatz ein Biss und auch ein Fisch. Die Sonne kriecht jetzt langsam hervor. Gestern 32 Grad. Heute auch wieder an die 30. Zum Abend hin dann Gewitter gemeldet. Irgendwie habe ich jetzt in der letzten Zeit ein Faible dafür entwickelt, extreme Temperaturen sich rauszusuchen zum Fischen. Aber da hatte ich einen Biss. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Tatsächlich einen schönen Biss gehabt. Ich konnte den Fisch sogar noch an der Oberfläche sehen. Hinten ist wieder eine gestiegen im Eck. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Leute. Haben wir hier vor dem Besatz schon einen Biss? Boah, das gibt's doch nicht. Die ist hier einmal übers Netz gesprungen. Tja, Leute. Entschneidert. Vor dem Besatz. Spoon ist raus. Ja, schockiger Lawin. Farbe 02. Und die erste tolle Porti. Ehrlich. Tja, meine Lieben, noch vor dem Besatz ersten Biss bekommen und ein paar Würfe später ersten Fisch, eine wunderschöne Portionsforelle, wie wir es hier beim Eddie kennen. Toller Fisch, absolute geniale Räuchergröße. Freut mich, dass wir hier wirklich vor dem Besatz schon die ersten Bisse Kontakte haben und jetzt den ersten Fisch in der Box. Hoffe, das geht, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen tatsächlich vor dem Besatz bekommen. Das wäre natürlich genial und freut mich. So kann es weitergehen. Tja, Leute, was soll ich sagen? Genialer Start, vor dem Besatz Fisch gefangen. Schon mal sehr gut. Und wie gesagt, hier auf den relativ schockigen Giga Slavin EM02, klassischer Startspoon mit einer goldgefleckten Rückseite. Sehr, sehr auffällig und das ist auch das, was wir am Morgen brauchen. Fische, die aktiv sind, reagieren auf eher schockige Farben. Deshalb fische ich hier jetzt ein relativ... Oh, das gibt's doch nicht, da war wieder ein Biss. Boah, ist die da reingesäbelt, Wahnsinn. Oh, die ist hier immer noch, Leute. Sind am Spoon noch hergegangen. Boah, war das ein Biss. Fast die Rute aus der Hand geflogen. Wahnsinn, ey. Gucken, ob die nochmal zuschnappt. Ist da so aggressiv drauf gehämmert. Wenn nicht, werde ich gleich nochmal auf jeden Fall vorm Besatz was probieren. Dass wir vielleicht
doch noch einen Fisch, nicht auf dem Spoon, aber auf dem Wobbler bekommen. Denn ich bin mir sicher, dass sie Wobbler hier vielleicht noch nicht gesehen haben, zumindest nicht in den Farben, die ich mit habe. Und deshalb gut möglich, dass wir vielleicht noch sogar eine vom Besatz auf dem Wobbler bekommen. Bisse kamen alle flach, also vielleicht so 40, 50 cm unter der Oberfläche. Ich werde noch ein paar Würfe machen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich hier den Teich schön abgefächert habe. Manchmal ist das so, dass da vereinzelte Fische irgendwo stehen können. Und wenn wir den Teich gut abgefächert haben, können wir uns relativ sicher sein, dass die Fische den Köder auch gesehen haben und entweder hat sie dann reagiert und zugepackt oder eben nicht. Und dann können wir auch relativ zügig den Köder wechseln. Mach mal einen Wurf komplett rechts drüber. Vielleicht steht da ja noch eine drin. Fisch den Spoon morgens immer relativ aggressiv. Mit immer wieder Twitchen drin, dass der ausbricht, der soll auffallen. Wenn die Fische eher vorsichtig sind und wirklich den Köder oft nur stupsen, kann man den auch sehr, sehr langsam führen und ruhig. Und das soll dem Fisch mehrere Chancen geben, den Köder zu packen. Aber bei den Bissen, die ich hier heute Morgen hatte, also den drei Bissen, können wir den ruhig ein bisschen aggressiver führen. Spoon haben sie jetzt gesehen. Und da habe ich einen Barbie Mama mit einem Einzelhaken hinten, Schonhaken, Perlmutt, durchsichtig Gold, also relativ gedeckte Farbe. Mal gucken, ob da jemand drauf reagiert. Wobbler eigentlich immer eine gute Wahl für Fische, die schon etwas länger im Teich sind, gerade wenn sie Brutfische angefangen haben schon zu fressen, kann es mit dem Wobbler richtig, richtig gut klappen. Ihr habt es aus den letzten Videos gesehen. Haben wir einige, oh da kommt sie, ja, oh na komm, da ist sie, ich habe sie gesehen. Wobbler auch attackiert, nein. Die hat den Wobbler attackiert. Nochmal in die Richtung ungefähr werfen. Ja. Nein. Zweimal verfehlt. Das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Wieder in die Richtung geschmissen und die hat ihn wieder attackiert. Genau wie ich es gesagt habe, Leute. Spoon hat sie jetzt schon ein paar Mal gesehen oder wahrscheinlich auch schon attackiert. Und Wobbler hat sie, kennt sie noch nicht vom Lauf. Und gleich zweimal schön drauf geschossen, zweimal daneben gehackt. Eieieiei. Lohnt sich, wie gesagt, immer wieder mal Köder drauf zu packen, die vielleicht nicht so häufig von anderen Leuten gefischt werden, die vom Lauf noch nicht kennen, die Forellen. Hier steht sie wieder. Na komm. Ja, kann sein, dass wir gleich einen Biss bekommen. Denn ungefähr in Laufrichtung vom Wobbler ist gerade eine gestiegen. Verraten sich immer wunderbar. Und da war ein brachialer Einschlag. Ein brachialer Einschlag. Und da haben wir sie. Leute, das ist ja hier eine Mustervorführung. Genau wie ich es gesagt habe. Richtig, richtig schicke Porti, die jetzt hier ja, auf dem Baby Mama reingefallen ist. Ne? Herrlich. Tja, meine Lieben, genau wie ich es euch gesagt habe, Wobbler haben sie noch nicht gesehen. Und ich glaube, 3-4 Würfe damit gemacht, hatten wir gleich schon die erste Attacke. Und jetzt hatte ich einen Einschlag
des Grauens, wirklich ganz, ganz heftiger, aggressiver Biss. Und ja, da seht ihr es, kennen wir nicht anders hier vom Eddie. Richtig schöne Portionsforelle, die wir hier ja gekriegt haben. Und da seht ihr es auch auf den Barbie Mama in diesem Weiß-Gold. Eine absolut geniale Farbe für vorsichtige Fische, die vielleicht schon länger im Teich sind. Ja, passives Dekor auf dem Wobbler, zweite Porti und das, Leute, vor dem Besatz. Freut mich wirklich tierisch, dass es hier auch vor dem Besatz noch gut klappt. Und ja, bin jetzt schon mega zufrieden mit dem zweiten Fisch innerhalb von 10 Minuten. Mal schauen, was noch so kommt. So, Leute, weil es so gut lief mit dem Wobbler, geben wir dem noch die eine oder andere Chance. Wie gesagt, ich führe den relativ langsam, monoton und habe da so einen Einschlag drauf gekriegt. Da hängt die nächste. Da hängt die nächste. Nächster Wurf, nächster Fisch. Leute, was ist hier los? Auch wieder ein guter Fisch. Etwas größere Porti. Ja, Leute, das ist ja wirklich genial. Da ist der Wobbler auch schon raus. Hängt im Netz, versucht ihn da immer möglichst rauszufriemeln. Verletzt man sich sonst, wenn man den Fisch vielleicht rausholt. Ja, ganz schnell hier nochmal goldene, weiß-goldene Barbie, Mama und die nächste Porti. Nächster Wurf, nächster Fisch. Das ist wirklich genial. Tja, Leute, wie geil ist das bitte? Vor dem Besatz, Fisch Nummer 3, nächster Wurf. Gerade noch euch die Porti präsentiert, ein bisschen erklärt und mache wirklich den nächsten Wurf und schon schippert's wieder. Genial, so kann man sich einen Angeltag vorstellen. Ja, nächste schöne Portionsfisch. Wie gesagt, der Eddie hat hier wirklich tolle, ja, Portionsfische. Genau das Richtige für die Räuchertonne. Und das ist auch hier heute mein Ziel, ein paar schöne Fische für den Räucherofen zu fangen. Und klappt wunderbar bislang. Wie gesagt, vorm Besatz läuft es schon sehr gut. Und schauen wir mal, dass wir noch vielleicht den einen oder anderen bekommen. Herrlich. So, Leute, hier ist eine Forelle, die ich immer wieder sehe. Die stellt sich immer wieder auf den gleichen Platz und hat auch schon wieder auf Spoon zwei, dreimal attackiert, auf dem Wobbler, aber die bleibt nicht hängen. So, jetzt habe ich speziell für diesen Fisch einen Jaria aus der neuen Gotthens-Serie montiert, ein relativ gedecktes Dekor. Und da werde ich jetzt versuchen, diesen Fisch gleich gezielt anzuwerfen, wenn ich ihn jetzt noch mal sehe. Und mal gucken, ob der dann richtig zuschnappt. Geht immer hinterher und stupst auch mal kurz an. Ich glaube, da sehe ich ihn. Ja, der steht jetzt weiter rechts. Mal gucken, ob der unseren Köder jetzt packt. Ist er wieder abgetaucht, glaube ich. Sehe ich sie nicht mehr. Einen Platz weiter. Wo ist er denn? Das ist jetzt der typische Vorführeffekt. Gerade stand sie hier schön die ganze Zeit und ich konnte sie immer wieder anwerfen. Und jetzt hat man was ganz, ganz Passives, Gedecktes drauf. Und die hat die Biege gemacht. Naja. Mach trotzdem mal ein paar Wurf hier mit dem Jaria. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Kandidaten, den ich nicht sehe. Das gibt's doch nicht. Ja, komm, 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 sind wir noch hinterher. Tatsächlich einen Biss gekriegt und nicht hängen geblieben. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Eieiei. War schon Spannung auf der Leine.
Ach nee. Die Sonne ballert schon ordentlich. Da habe ich doch einen. Da ist er doch. Leute, genau wie ich es gesagt habe. Kleines passiver Spoon. Und da haben wir unsere vierte. Hat es geahnt. Die hat jetzt Wobbler schon gesehen, attackiert gehabt. Die hat schon einen Shocking Spoon attackiert. Nichts. Kleiner, frequenter, Jaria, passives Dekor. Hat sie doch überredet. Tja, meine Lieben. Vierte Fisch vor dem Besatz. Es ist wirklich der Wahnsinn. Mein Plan funktioniert hier völlig. Erst auf dem Wobbler zwei, auf dem aktiven Spoon eine und jetzt auf dem ganz kleinen, ja, typischen Sommerspoon, Jaria 0,8 Gramm aus der neuen Godhand-Serie, passives Dekor. Und da hat es geklappt. Ich habe wirklich eine Vorahnung gehabt, dass wir den Fisch kriegen, weil er den kleinen Spoon noch nicht gesehen hat. Aber ich habe euch gesagt, heute relativ schwül und heiß. Es soll auch nachher gewittern. Ja, mit dem nachher ist so eine Sache. Ich schwenk mal um und dann könnt ihr selber schauen. Vielleicht sieht man es, wie dunkel das da hinten wird. Das sieht nicht so gut aus. Das kann wirklich sein, dass wir uns gleich, ja, für ein paar Minütchen unter das Dach stellen müssen. Zieht sich auf jeden Fall ganz dunkel zu. Der ein oder andere Donner war schon da. Also schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück, es zieht vorbei. Wer weiß. Jetzt zieht kalter Wind auf. Ein deutliches Signal, dass es vielleicht gleich ordentlich nass wird. Voll reingeknallt. Na komm. Boah, ist die da drauf geknallt. Das ist eine etwas größere Party. Guckt euch das an. Eieiei. Eieiei. Das gibt's doch nicht. Was die hier für einen Wumms hat. Ah, Masse. Ja, eine etwas größere, schöne Porti. Spoon ist raus. Wie gesagt, ich habe hier den EM02, einen sehr schockigen UV-Aktiv-Glow. Da ist er. Und wunderschöne Porti. Herrlich. Tja, Leute, mein Plan, würde ich mal sagen, geht so ein bisschen auf. Jetzt nach dem Besatz erst einen Biss gehabt. Ich habe auch gesehen, dass da eine gestiegen ist. Die haben so ein paar Minuten gebraucht, bis sie sich akklimatisiert haben, bis sie sich vielleicht so ein bisschen verteilt haben. Und ja, schockiger Giga Slavin, toller Allround Spoon. Das Rote ist UV-aktiv, das Weiße ist Glow. Und Rückseite immer eine Bank, Gold, gefleckt, wenn Sonne durchkommt, wenn man relativ viel Licht hat, so wie das ja zu der Jahreszeit üblich ist, funktioniert sowas sehr, sehr gut. Ich werde jetzt damit noch ein paar Würfe machen und schauen, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen aktiven Fisch bekommen. Wenn wir das gemacht haben, werden wir auch wieder auf den Wobbler wechseln. Vielleicht zum Ende hin auch wieder die ganz kleinen Sachen. Mal schauen. Bislang fünfte Fisch, vier vor dem Besatz, eine jetzt nach dem Besatz. Absolut genial. Tja, meine Lieben, jetzt haben wir uns beim lieben Eddie im Unterstand oder besser gesagt unter der Überdachung versteckt. Es hat so ein bisschen angefangen zu fisseln und bevor es dann richtig losgeht, ist jetzt relativ dunkel geworden, der ganze Himmel. Ich glaube, dass wir gleich so einen richtig schönen Schauer bekommen und ja, ich mache jetzt eine kleine Zwangspause und vielleicht nach diesem Schauerchen kriegen wir dann noch den einen oder anderen Fisch, also nach dem Besatz. Viertelstunde, 20 Minuten, ein Biss und den Fisch haben wir auch gekriegt, also Fisch Nummer 5. Und sonst,
ging nichts mehr. Man muss auch dazu sagen, es ist eine ganz, ganz drückende Luft aktuell, kurz vorm Gewitter, ihr kennt's. Und ich habe auch keinen einzigen Fisch mehr an der Oberfläche gesehen. Ich vermute mal, ja, dass das durch den Luftdruck so ein bisschen sich auf die Forellen auswirkt und dass sie jetzt relativ tief stehen. Jetzt müssen wir schauen, welche Ecke, und dann hoffe ich, dass noch der ein oder andere Fisch kommt. Bleibt dran, seid natürlich gespannt. Ja, Leute, ihr seht, es hat sich richtig eingeregnet. Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde Pause gemacht, aber es hört aktuell nicht auf. Deshalb einfach jetzt ein bisschen im Regen angeln. Immer noch den schockigen Donut drauf. Fische hatten jetzt lange Ruhe vor mir. Wird irgendwie auch nicht heller. Also müssen wir einfach ein bisschen im Regen angeln. Ich werde jetzt hier Würfe machen und mich versuchen, in die Hütte zu stellen dabei, dass wir nicht ganz so nass werden. Vorhin wurde es einmal ein bisschen heller und ich dachte mir, okay, hört gleich auf, aber so wie das aussieht, zieht da die nächste Front auf, also von strahlendem Sonnenschein heute Morgen keine Spur mehr. Dafür ordentlich Wasser, was runterkommt. Leute, mitten im Regen, ihr seht's, haben wir doch noch mal ein Biss gekriegt. Oh, das ist eine kleine Lachs. Das ist eine kleine Lachs, Leute. Ein knapper Kilo. Haben wir sie auf dem schockigen Donau. Mitten im Regen. Seht das aus der FA-Serie. Pink, Rückseite, Pink, Vorderseite, Chartreuse. Kleine Lachs. Hat sich gelohnt, dass wir hier einen nassen Hintern kriegen. Leute, 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 ich bin wirklich sprachlos. Das war gerade sowas von ein krasses Unwetter. Hier ist so viel Wasser runtergekommen. Also wirklich verrückt. Wie abgehackt, Forellen an der Oberfläche gar nicht mehr zu sehen. Und ja, jetzt kommt die Sonne tatsächlich noch mal raus. Allerdings habe ich jetzt durch diese ganzen Gewitter und Regenfälle locker 3 Stunden verloren, wenn nicht sogar mehr. Sehr, sehr viel ausgesessen, das schlechte Wetter. Jetzt haben wir noch 1,5 Stunden ungefähr Zeit. Ich hoffe, dass wir tatsächlich noch den ein oder anderen Fisch fangen werden. Ich gebe nicht auf und jetzt sind wir geblieben. Jetzt hat es aufgehört zu regnen. Vielleicht durch die Sonne steigt noch mal die ein oder andere Forelle auf. Und ja, wir bekommen noch eine. Wie gesagt, 1,5 Stunden Zeit, da muss noch was gehen. Na endlich. Genauso wie ich es vermutet habe. Ein paar Fische sind hochgekommen. Gesehen, angeschmissen. Uiuiui. Macht hier nochmal richtig rumwühle. Na komm. Na komm. Ein guter Fisch. Guter Fisch, Leute. Aufsicht. Jetzt zeigen sie sich wieder und dann
nutze ich die Gelegenheit und ja, verhaftet. Klasse. Tja Leute, jetzt mit dem Anthem Dona FA04, der Joker oder sogenannte Joker, eine sehr, sehr ja, fängige Farbe, habe ich jetzt tatsächlich auf Sicht einen Fisch gesehen, angeschmissen. Der ist sofort gestartet und hat sich den Spoon geholt. Also hat funktioniert. Gucken, ob wir vielleicht noch ein, zwei Fische bekommen. Wie gesagt, es zieht sich wieder ganz arg zu. Und viel Zeit haben wir dafür nicht. Oh. Reingeknallt, reingeknallt, Leute. Aber die nächste im Drill. Dreht sich wie verrückt, aber wir haben sie eingenetzt. Ja, geil. Mega, Leute. Fische sind hochgekommen. Und ja. Da nutzen wir die Gunst der Stunde. Es floppt. Komm, komm, komm. Ja. Jawohl. Ja. Der Eddie mir hier Glück gebracht, hä? Guck mal, siehst du, da sind noch zwei, drei hinterher. Siehst du das? Guck mal. Ja Leute, kaum ist wieder ein Trüppchen vorbeigekommen. Gerade richtig schön mit dem Eddie unterhalten. Und da seht ihr es. Nächste klasse Portionsforelle. Schöne 500 Grammer. Machen Spaß am OL-Geschirr. Ehrlich. Tja, meine Lieben. Der Angeltag endet hier für mich. Ich glaube, insgesamt 10 schöne Portionsfische konnte ich überlisten. Jetzt zum Mittag-Nachmittag auf Sicht, genauso wie ich es erhofft habe, dass nach dem Gewitter die Fische hochkommen und ich die wieder gezielt anwerfen kann. Hat wunderbar funktioniert, leider noch eine schöne verloren. Und ja, Thema Gewitter, ich glaube, ein wichtiger Aspekt. Ich drehe mal die Cam. Ja, das zum Thema Gewitter, ihr seht's, da kommt schon das nächste, alles dunkel und das wird wahrscheinlich wieder genauso heftig wie vorhin. Deshalb, meine Lieben, werde ich jetzt langsam meine Klotten packen und mich gleich auf den Heimweg begeben. Wie gesagt, ein sehr, sehr spannenden Tag, den ich hier erlebt habe. Wirklich nicht viel effiziente Angelzeit gehabt oder genutzt. Aufgrund von dem starken Unwetter saß ich mehr in den Hütten, als ich gefischt habe. Aber wir haben doch unsere Fische gefangen. Übrigens genau die perfekte Größe für die Räuchertonne. Und ja, darum ging es mir heute. Ich hoffe, meine Lieben, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn ja, freue ich mich wie immer über euren Daumen, über euren Kommentar und euer kostenloses Abo auf meinem YouTube-Kanal. Ihr bleibt gesund, habt Spaß am Wasser. Bis dahin, adios. Ciao.